Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Reihe Goldtagebuch präsentieren. Und dazu haben wir jetzt wieder ein bisschen Gold uns erarbeitet, hoffe ich zumindest. Die letzten 4 Wochen sind das jetzt etwa vom Zeitraum her, hatte ich das ein oder andere im Auktionshaus. Und da würde ich jetzt sagen, schauen wir erstmal rein, wo ich mit gestartet bin. Beziehungsweise dann werden wir uns ein bisschen die Postkästen an gucken und schauen, wie viel ich eingenommen habe. Also wir sind letzten Zeitraum, das müsste hier gewesen sein, beim Main Account bei 27,9 Millionen Gold waren wir da und beim Second Account waren es 75 Millionen Gold und ein paar zerhackte. Zusammen waren es 203 Millionen, also sprich, wir haben das letzte Mal vor etwa einem Monat die 200 Millionen Goldgrenze geknackt und Gewinn waren es da 7,5 Millionen. Das ist ja leider ein bisschen runtergedroppt. Die zwei sehr hohen Beträge hier waren ja quasi Patch 9.2. Also da ist quasi Patch 9.2 rein. Da haben wir fast 40 Millionen verdient. Dann der Monat danach waren es auch nochmal 34. Und dann hat man hier gesehen, geht es klar runter. Ne? Also das sind die ersten 2 Monate, da hat es Gold geregnet und jetzt geht es schrittweise runter. Ich vermute, wir werden jetzt nochmal wesentlich weniger als im letzten Zeitraum verdienen. Und ja, das hier sind übrigens die Werte ungefiltert. Hier habe ich nämlich noch Konsumausgaben, die haben nämlich nichts mit dem eigentlichen Goldmaking zu tun. Da habe ich einfach für irgendwas anderes noch Gold ausgegeben, wie T-Mog, Mounts, Pets, irgendwas anderes gekauft. Und dementsprechend habe ich das hier hinten rausgerechnet. Das sind quasi die richtigen Gewinnzahlen, wo dann alleine das betrachtet wird, was mit dem Goldmaking zu tun hat. Genau, apropos Konsumausgaben, dieses Mal hatte ich sehr, sehr hohe Konsumausgaben und zwar habe ich 5,7 Millionen Gold einfach gewastet für irgendwelche Sachen. Da mache ich auch immer kleine Videos drüber und ja, da teilt sich das so ein bisschen auf. Über ein paar Sachen habe ich, glaube ich, schon Videos gemacht. Ich glaube, die beiden Beträge, also die 1, irgendwas Millionen, die 3,6 Millionen, da habe ich schon jeweils ein Video gebastelt, was ich mir da gekauft habe. Für die anderen Sachen kommt demnächst nochmal was. Genau, gut, soweit zur Einordnung. Jetzt schauen wir mal, wo wir aktuell stehen. Wir haben auf dem Main-Account aktuell knappe 20 Millionen noch, 19,6. Und auf dem Second-Account, wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn. Habe ich noch, glaube ich, 170 fast, wenn man es hier aufrundet. Ne? 170 Millionen heißt zusammen, grob gerechnet, sind wir noch bei 190. 203 waren wir vorher, also 13, 14 Millionen, ne? Irgendwie sowas um den Dreh rum, haben wir quasi miese gemacht. Von dem sind dann 5,7 Konsumausgaben, heißt der Rest von dem Betrag, rechnen wir das mal kurz, 13 minus 6, sagen wir es jetzt mal, sind so 7 Millionen habe ich investiert anscheinend für Berufe. Mal gucken, ob wir das wieder reinholen. Gut, dann fangen wir einmal an. Und zwar mal auf Main, da habe ich noch relativ viele Verkäufe. Und zwar würde ich sagen, packe ich euch da mal den Chat raus, dass ihr das ein bisschen seht. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das Gold raus. Also das habe ich hier noch im Post, im Inventar, noch 2,8. Mal gucken, ob wir hier auscappen. Was bin ich mit dem am Verkaufen? Und zwar verkaufe ich hauptsächlich Legendary Items, sowohl Schmied als auch Leder und Kette. Ne? Alle Legendaries habe ich quasi auf Max-Rang, also auf 4, und mit diesen Upgrade-Teilen kann man die auf 6, 7 auch raushauen. Ne? Zusätzlich verkaufe ich die 233er-Teile, auch mit Kette, Leder, Platte und die 262er-Items. Was ich nicht mache, wo ich so ein bisschen überlegen bin, noch extra so diese Special-Items drauf zu machen, um Speed-Gear zum Beispiel zu verkaufen, mache ich aktuell nicht. Könnte man theoretisch auch noch machen mit dem Gedönse. Hier seht ihr, sind die Preise ziemlich runtergegangen, vor allem bei den Legendaries. Und da kann ich euch mal was zeigen. Ich habe da ein Add-on, das nennt sich Legendary Stock Tracker. Und hier siehst du, mit was du wie viel Gewinn machst. Ne? Also hier oben ist zum Beispiel Platte, hier ist Leder und da ist Kette. Das sind die Sachen, die ich herstellen kann. Und naja, ist relativ selbsterklärend, ne? Das sind die Prozente, wie viel man Gewinn macht. Oder wenn es rot ist, wie viel Miese man macht. Ich mache mit fast allen Items, die ich herstellen kann, Verluste. Und mit ein paar mache ich ein bisschen Gewinne. Und ja, das ist halt gerade hier die Situation auf Blackmoor. Auf manchen anderen Servern ist es besser, aber auf den meisten Servern ist halt ziemlich am Sack. Deswegen habt ihr ja vorhin auch schon gesehen, wie es ein bisschen runtergegangen ist in den letzten Monaten mit den Gewinnen. Und jetzt mit Patch 9.25 kam ja auch die Geschichte rein, dass man leichter hochskillen kann, was schön für einige ist. Das Problem ist, was manche nicht so sehen, wenn halt viele Leute leichter hochskillen können,
dann können halt mehr Leute in den Legendary-Markt rein. Sind mehr Leute im Legendary-Markt, hast du quasi mehr Angebot bei gleichbleibender oder aktuell sogar sinkender Nachfrage, weil die meisten haben ihre Legendaries, wenn wir ehrlich sind. Und viele spielen auch nicht mehr, weil Sommerloch so ist. Das hast du natürlich auch noch dabei. Content-Loch ist auch noch, ne? Und dementsprechend hast du jetzt viele Anbieter, wenig Käufer, droppen die Preise. Und was ist das Resultat? Es ist halt alles im Minusbereich und keiner macht mehr Gold mit. Deswegen eine Geschichte, wo alle einen leichten Access zu einem Crafting-System haben, ist nicht gut. Viele denken zwar, oh, wenn alle leicht reinkommen, ist es gut für mich. Aber nein, es ist nicht gut, weil dann ist halt nichts mehr was wert und dementsprechend kann halt keiner mehr Gold verdienen. Ja, mal gucken, ob ich dennoch ein bisschen Plus hier auf dem Server gemacht habe. Ich hoffe es doch. Für Anto geht es in eine ähnliche Richtung, aber es ist nicht ganz so dramatisch, würde ich sagen. Was ich hier auch nochmal zusätzlich am Verkaufen bin, mit dem Char sind alle möglichen Sachen, die ich halt so bekomme, ne? Und auch, teilweise T-Mog habe ich im Auktionshaus mit dem Char und Pets und sowas. Die habe ich jetzt nicht explizit gefarmt, um damit Gold zu verdienen, sondern das sind halt Sachen, die ich bei meiner Spielaktivität quasi nebenbei bekomme und die haue ich halt einfach so. Zum Beispiel hier habe ich Harmoniepartikel, Windwollstoff. Ich laufe jeden Tag einmal schon seit einem halben Jahr oder so, mache ich einmal Solo. Und zwar hat der Endboss einen epischen Stab, den er droppen kann. Ihr seht hier, es ist auch gerade auf Cooldown. Ich habe damals in MOP die Challenge-Mode auf Gold alle gemacht. Dann kann ich mich immer hinporten. Ich porte mich da einmal pro Tag hin, läuft die Instanz durch in 2-3 Minuten und hoffe, dass ich den Epic-Stab von Endboss kriege. Pustekuchen. Ne? Und solche Sachen, die ich nebenbei bekomme, die haue ich halt ins Auktionshaus rein. Und ich habe halt auch relativ viel T-Mog drin. Ich habe vorhin gerade nochmal ein bisschen was eingestellt. Ich hatte nämlich relativ viele von den Seefahrer-Dublonen noch aus dem Addon BFA. Und da habe ich diese Säckchen gekauft. Und da gibt es halt alles mögliche an T-Mog. Das Zeug bin ich auch nochmal verkaufen. Ihr seht, zwischendrin sind auch noch andere Sachen. Weißes Trillium, Teepflanze, exotisches Leder. Das ist halt alle möglichen Stuff, die ich rumliegen habe. Das fällt aber ehrlich gesagt hier nicht ins Gewicht. Ne? Das sind die allermeisten Sachen. Also ich würde sagen, 90-95% von dem Zeug, der hier drin ist, ist tatsächlich ausschließlich über das Crafting-System. Aber was man sieht, es sind wenige hohe Beträge. Es sind alles irgendwie so 20-30k von den Legendaries und die anderen Sachen sind natürlich noch weiter drunter. Also Leggies ist leider ein bisschen tot. Falls ihr euch überlegt, wieder ins Legendary-Geschäft am Ende der Expansion einzusteigen, ihr habt zwar weniger Skillkosten, aber die Problematik ist halt, die Verkäufe sind nicht optimal und je nachdem, wie es auf eurem Server aussieht, mit der Konkurrenz kann es halt sein, dass wie hier auf Blackmore alles im Minusbereich ist. Ich habe übrigens bei 2 Chars Berufe oder Leggies nochmal hochgeskillt. Jetzt mag der eine sagen, das widerspricht ja dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe die nicht hochgeskillt, weil ich damit Gold verdienen will. Klingt jetzt irgendwie komisch, warum skillt man die sonst hoch? Sondern wegen der Collection. Ich habe hier einen Add-on, das schimpft sich All the Things. Und da trackt das halt alle Rezepte, die ich habe. Und da ich am Rezepte-Farm bin, wollte ich halt auch die Schneider und Juwe-Rezepte haben. Und deswegen habe ich auf anderen Chars Juwe und Schneider die verschiedenen Ränge hochgebastelt. Ich glaube, Schneider hat mich, jetzt lass mich mal nicht lügen, eins hat mich, glaube ich, 700.000 gekostet und das andere 500.000. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches war, auf einem Low-Pop-Server, komplett von 1 auf 4 hochzuskillen. Ich habe die Sachen zwar jetzt auch ins Auktionshaus gehauen, ne, aber da war nicht die Intention dahinter, das hochzuskillen, um dann Gold zu machen, sondern um einmal die Rezepte haben für die Collection im Endeffekt. Ne. Das ist unter anderem auch ein Teil der Konsumausgaben, die ich hatte. Aber wir können halt auf die Charts mal loggen und auch schauen, was ich da so eingenommen habe. Gut, gecapped haben wir jetzt hier leider nicht, von 2, irgendwas Millionen auf 8,5. Ist okay, ist, ne, 5,7 Millionen haben wir jetzt gemacht. Ist zumindest schon mal ein Teil, dass wir hier schon mal die Ausgaben zumindest zum Teil decken. Gut, dann sind wir mit dem ersten Char schon fertig. Dann würde ich sagen, logge ich mal weiter. Und zwar können wir jetzt auf 2 Chars gehen. Einmal habe ich auf Lothar einen Charakter, oder 2 Charaktere sogar. Einmal den Hexer, wo ich allgemein ja schon Ramsch am Verkaufen bin. Wo haben wir es da hinten?
Und ich habe dann noch mit dem Shami, also mit dem Shami, hier habe ich Juve hochgeskillt für die Collection. Ein bisschen was habe ich auch verkauft, das können wir uns jetzt mal angucken. Und mit dem Hexer bin ich Ramsch am Verkaufen, beziehungsweise habe dann aber auch Schneider noch geskillt, ne, für die Collection. Gut, derweil schauen wir jetzt hier, wenn wir da einloggen, das dauert immer ein bisschen, auf Antonidas, auf dem zweiten Account. Und da habe ich meinen quasi Ramsch-Char. Da ist jetzt alles Mögliche dabei von Kräutern, Erzen, und natürlich auch einiges an T-Mog. Und ihr seht, jemand hat 5000 Teufelsschiefer für 14.000 Gold gekauft. Alles klar, das habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu günstig reingehauen, sehe ich gerade. Ja, da ist alles Mögliche mit drin. Ich habe ewig viel von diesen Erzen gefarmt gehabt, um die Bergbaurezepte zu kriegen. Unter anderem müsste da auch einiges dabei gewesen sein. Oh, schaut mal, hier ist ein T-Mog für 56k. Ja, gucken wir mal, was da rumkommt. Das ist quasi so einfach alles mögliche an Ramsch, was ich auf Antonidas mit meinen Twinks kriege, schicke ich auf einen Char, haus ins Auktionshaus rein. Hier kommen keine Millionen rum bei, aber ein paar, mehrere 10.000, mehrere 100.000 kommen da tatsächlich schon ein bisschen rum, ne? Und wenn man das immer mal wieder macht, seine Chars ausmistet, dann hat man erstmal Taschenplatz, was schön ist. Und man kriegt nebenbei noch ein bisschen Gold. Das meiste sieht das wirklich klein Mist, was ich hier kriege. Das sind dann irgendwelche Mats aus allen möglichen Expansions. Aber ab und an sind dann auch T-Mog-Sachen dabei, die du mal für 10k oder mehr verkaufen kannst. Ja, es waren jetzt knapp 200 Items, ne? Also richtig doll ist das ehrlich gesagt nicht. Kann mal bei dem Char auch kurz zeigen, was ich da im Auktionshaus habe. Halt, stopp. Auktionen. Seht ihr, da ist alles mögliche über T-Mog. Mats drin, irgendein Rezepte. Ob die Preise natürlich teilweise so sinnig sind, sei jetzt mal dahingestellt, ne? So ein Zepter werde ich nie für 300 irgendwas K verkaufen. Aber ich schaue da nicht explizit nach den Werten, sondern ich haue das automatisch über TSM alles rein. Wenn sich was verkauft, ist schön. Wenn nicht, ist mir es auch egal bei dem Char. Gut, genau. Da haben wir jetzt was verdient. Ja, 300k. Haben oder nicht haben, ne? Gut, dann logge ich jetzt hier auch mal weiter. Hier auf dem Second Account habe ich jetzt quasi noch zwei Chars, wo ich quasi auch Legendaries beziehungsweise auch ja, normale Craft-Items verkaufe. Ne? Und zwar ist es einmal hier der Hunter und noch der Monk. Da gucken wir jetzt dann auch noch rein. Jetzt schauen wir mal, dabei sind wir hier auf Lothar bei meinem Hexer eingeloggt. Und jetzt hoffe ich mal, dass der Postkast nicht verstopft ist. Wunderbar. Also bei dem Hexer verkaufe ich allen möglichen Ramsch, den ich kriege. Ihr seht, da sind da Fluxbuben dabei, irgendwelchen Hornbalg, was ich hier habe. Aber mit dem crafte ich auch ein paar Items. Hier sage ich aber gleich dazu, hier tue ich nicht reposten. Ne? Bei meinen drei großen Chars, in Anführungszeichen, gehe ich her und tue reposten. Heißt, ich mache einen Cancel-Scan, nehme Sachen wieder aus dem Postkasten und setze neu rein. Was sinnig ist, wenn man versucht, im Auktionshaus was zu verkaufen. Bei dem hier logge ich alle paar Tage mal ein und nehme einfach das Zeug, was ausgelaufen ist, und haue es wieder in Sahara rein. Manchmal tue ich eine Woche das nicht reinstecken. Ne? Weil Cancel Scan kostet natürlich auch Zeit. Wenn wir jetzt hier mal gucken, ich habe mit dem halt die Legendary-Dinger hier alle auf Rang 4 hochgebastelt. Wie ihr seht, aber wie gesagt, nicht unbedingt mit der Intention, hier krass Gold zu verdienen, sondern lediglich, dass ich die fürs Collecten habe. Wenn ich jetzt hier was verkaufe, ist schön. Wir können auch mal aus Interesse... Ich hab hier nicht mal den Legendary Stock Tracker an. Muss ich mal gucken, wo habe ich den... Legendary Stock Tracker, wie jetzt hier die Dings wären. Ah ja gut, hier ist anscheinend Rang 5 und 6 gar nicht gescannt, aber hier wären tatsächlich die Gewinnmargen im positiven Bereich, ne? Und das ist halt auch der Vorteil von dem Low-Pop-Server. Da hast du einfach weniger Konkurrenz, so wie es aussieht. Na gut, es kann jetzt auch sein, dass die Daten hier falsch sind, weil ich glaube, ich den Server hier nicht aktiv immer mitscanne. Gut, was haben wir jetzt hier rausgezogen? Waren immerhin auch 600.000 Gold. Ist jetzt nicht großartig was, aber ne, haben oder nicht haben. Gut, dann loggen wir hier aus. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt in den positiven Bereich komme. Ne? Gut, dann schauen wir jetzt noch auf den Shami. Und wenn wir da umloggen, können wir einmal mit dem Hunter hier noch Stuff aus dem Postkasten rausnehmen. Ich bin gerade auch ein bisschen mit den verschiedenen Chars bei den Covenants an T-Mog am Farmen. Deswegen steht mein Hunter hier in der Wind hier Order Hall rum. Nicht Order Hall, Klassenhalle so rum. Nee, nicht Klassenhalle.
Pakt Sanctum, jetzt habe ich es. Gut, mit dem habe ich auch nochmal ein paar Sachen verkauft. Ihr seht, es sind knapp 600 Verkäufe. Machen wir einmal auch den Chat an und nehmen das mal raus. Was verkaufe ich mit dem Hunter? Mit dem Hunter habe ich quasi Lederer und Juve. Ähnlich wie bei meinem Druid schaue ich, dass ich halt Legendaries von Rang 4 bis 7 verkaufe. Dann die 233er Items und die 264er Items. Und das halt Juve, halt Ringe und Hälse. Und Leder bzw. Kette halt das komplette Repertoire. Ne? Antonidas ist, glaube ich, ein bisschen besser noch, wenn wir jetzt hier reingucken. Manchmal muss er erstmal ein bisschen checken, was ich habe. Ja, seht ihr. Also, es ist auch viel im Minusbereich, wie ihr seht. Vor allem hier Rang 7, ne? Da hast du hier ein Plattending. Das ist eine Handvoll, ne, sind im Plus. Ihr seht, 4% ist nicht grün, sondern habe ich weiß eingestellt. Warum habe ich das eingestellt? Selbst, also wenn ich einen Teil bauen würde, könnte ich es mit 4% Gewinn im Auktionshaus verkaufen. Das Problem ist jetzt an der Stelle, viele wissen das nicht, wenn du einen Teil im Auktionshaus verkaufst, dann nimmt sich Blizzard automatisch einen Auktionshaus-Cut von 5%. Heißt, wenn ich ein Item herstelle und das für 4% verkauft, dann habe ich nicht 4% Gewinn, sondern Blizzard nimmt sich schon 5% weg. Heißt, ich muss mindestens 5 aufwärts Prozent ein Item herstellen, sonst mache ich keinen Gewinn, wenn ich es übers Auktionshaus verkaufe. Wenn ich es natürlich im Handelschat anbiete, dann ist das eine andere Sache. Ne? Dann kann man da eventuell trotzdem Gewinn machen. Deswegen habe ich hier eingestellt, dass ich nur Sachen craft, ich glaube 10% oder so Gewinn, ne, 8% bin ich sogar, also ne, habe ich dann Auktionshaus-Cut 5% und 3% noch Gewinn. Das ist eh eine kleine Marge, wenn wir ehrlich sind. Gut, ich bin jetzt hier gerade am Cap, sehe ich. Jetzt muss ich mir was überlegen. Das Problem ist, dass mein eines Addon hier irgendwie broken ist. Jetzt muss ich ein bisschen Gold wegschicken, sonst können wir nichts mehr rausnehmen. Zu wem schicken wir denn Gold? Ich kann den Dark Teli, auf den kann ich noch ein bisschen Gold rüberschicken. Schicken wir mal auf den Dark Teli 5 Millionen Gold rüber. Der erstmal wieder versorgt sein. So. Ich hätte vielleicht gucken sollen, dass es nicht der falsche Char ist, aber das passt, glaube ich, schon. So, nehmen wir den Rest mal noch raus. Genau. Deswegen muss man da immer ein bisschen schauen. Aber hier, also hier ist es definitiv besser. Ne? Ein paar Sachen sind im Gewinnbereich. Also, ich verkaufe eigentlich auch relativ oft Rang 4, 5 und 6, ne? Eigentlich müsste man meinen, dass man nur noch Rang 7 verkauft, weil mittlerweile kann man ja auch den Flux zum Twink schicken. Das hat ja Blizzard vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen ist es, so lange ist es glaube ich noch gar nicht her, haben sie da ja ein Item reingebracht und dementsprechend macht es eigentlich keinen Sinn mehr, irgendwie ein loweres Item-Level auf dem Twink zu bauen, außer vielleicht aus Kostengründen, ne? Aber die sind auch mittlerweile relativ nah beieinander. Gut, das haben wir. Dann loggen wir mal um noch auf meinen Monk. Ich habe jetzt hier 1,5 Millionen nur verdient. Also ich glaube, so wenig habe ich auf dem Hunter noch nie rausgezogen. Normalerweise läuft es so, dass ich mehrere Goldcaps aus dem rausziehe. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt die Grundkosten decken diesmal. Naja. So, dann gehen wir nochmal auf den Monk. Und derweil bin ich hier auf dem Shami eingeloggt. Bei dem bin ich so eigentlich nichts am Verkaufen, aber ich hatte, wie gesagt, für die Collection dementsprechend hier die sowohl den Ring als auch den Hals quasi auf 4 hochgezogen und dann mit diesen Special Items kann man ja dementsprechend noch die höheren Ringe bauen. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, nur das hier, also das Rudiment der Ewigkeit und nicht das kleinere, ne, aus Kord hier. Das müsste ich mir erstmal noch farmen tatsächlich. Oh, der hat hier anscheinend noch Items drin, die können wir jetzt auch gleich noch einstellen tatsächlich. Was ich mir ja auch noch gebastelt habe, wenn ich mit dem schon die Legendaries crafte, sind hier die Ringe, ne? Also auf 233 und auf 262, genau. Hier auf dem Lowpop-Server gehen jetzt nicht sonderlich viele Verkäufe, aber wenn man was verkauft, sind tatsächlich die Gewinnspannen ein bisschen höher. Hier sind teilweise ein Ring sogar bei fast 50.000 Gold. Aber, ne, dass du halt was verkauft kriegst, ist halt auf dem Low-Pop-Server wesentlich seltener tatsächlich. Wir können auch hier nochmal gucken. Hier unten sind die Ringe. Gut, die Werte stimmen nicht. Na, das Ding ist, das Addon nimmt hier, glaube ich, seine Werte immer einmal aus
TSM und da muss ich erstmal einmal das Aheimer scannen, ne? Deswegen muss man da auch mal ein bisschen das Vorsicht genießen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ein paar Sachen verkauft. Seit etwa 2 Wochen oder so habe ich jetzt das mit den Chars geskillt, 1,5. Ne? Ich habe hier auch nicht repostet, alle paar Tage logge ich mal ein. Immer wenn die Sachen auslaufen, stelle ich sie ins AH. Und ein bisschen was ist verkauft worden. 260k haben wir damit gemacht. Ist jetzt nicht riesig, aber zumindest ein bisschen was. Und jetzt, wenn ihr so ein bisschen guckt, ne, die Ringe, wenn ich jetzt vergleiche mit Low-Pop-Servern, wo du, mit High-Pop-Servern, wo du tatsächlich für einen Ring teilweise wirklich nur die Craft-Kosten kriegst oder nur knapp drüber, ist das natürlich hier ein Traum. Hier kriege ich teilweise für einen 233er-Ring halt, 4000 Gold, ne, oder 3000 hier. Und wenn ich jetzt schaue, was ich für Herstellkosten habe für so einen Ring. Warte mal, da muss ich einmal rüber switchen, dann sehe ich es, glaube ich. Also, der Ring kostet, oder der Hals kostet mir jetzt 50 Gold, aber klar, ich brauche noch das Upgrade-Item. Und das Upgrade-Item kostet halt 300, ne? Also ich kann den Hals herstellen für 350 Gold. Und den großen Hals auf 262 kostet mich das Upgrade-Item 1500 plus die 50 Gold, also 1550, ne? Und ich kann die Dinger halt hier teilweise, die großen, für 10.000 in Saha stellen oder hier, ja, doch 8.000. Also das sind natürlich dann große Gewinnmargen tatsächlich, was du auf dem High-Pop-Server nicht hast. Deswegen ist es gar nicht, manchmal gar nicht so schlecht, auf dem Low-Pop-Server zu sein. Gut, damit hätten wir das auch. Was haben wir jetzt hier rausgezogen? 260k, ne? Also jetzt nicht grandios, aber okayisch, würde ich sagen. Gut, jetzt logge ich hier mal nochmal um. Und zwar gehen wir nochmal zurück auf den Main, hätte ich gesagt. Und dabei gucken wir dann nochmal beim Monk rein. Da hatten wir ja hoffentlich auch nochmal ein bisschen was verkauft. So, okay, also hier haben wir den Monk. Da machen wir auch nochmal den Chat einmal auf. Die Cooldowns brauchen wir nicht. So, dollar. Gut, mit dem habe ich jetzt 380 Verkäufe. Auch wieder Char auf Antonidas. Warum wird das jetzt hier nicht angezeigt? Ah, unter Whisper ist es drin. Interesting. Mit dem verkaufe ich halt einmal Schmied und quasi mit Schmied Plattenrüstung und mit Schneider die Stoffsachen, ne? Das Gute ist, bei Schneider ist halt auch noch der Rücken mit dabei, der geht ganz gut. Und da sind es halt auch wieder dieselben Kandidaten, ne? Legendaries von Rang 4 bis 7. Rang 1, 2, 3 kannst du auf fast allen Servern vergessen. Ich habe teilweise noch welche auf der Bank rumliegen, das kann ich euch mal zeigen. Das Zeug seit Anfang an, wo ich das gecraftet habe, die sind meistens 50 Gold oder 200 Gold wert und verkaufen sie nicht, die kannst du eigentlich löschen, ne? Also das Zeug kriegst du nicht weg. Und was ich halt auch noch verkaufe, sind dann die Legendary, die 233 und 262er Teile. Achso, der Char ist am Goldcap, ne? Dann schicken wir halt das auch auf den Rogue rüber. Schicken wir auch mal 5 Millionen. Ah, ne, warte mal, den habe ich 5 Millionen geschickt, das wäre jetzt dumm. Dann schicken wir, jetzt weiß ich gar nicht, wie viel ich auf dem Rogue rumliegen habe. ...1000 Gold habe ich, naja. Dann schicken wir doch 4,9. So, nehmen wir das Restliche hier noch raus. Sonst wollte ich halt immer schauen, dass ich nach dem Opening möglichst Goldcap auf den Chars quasi noch über hatte. Weil ich auch immer ziemlich große Craft-Kosten hatte, ne? Die Legendary-Reagenzien haben sehr viel gekostet. Mittlerweile habe ich gar nicht mehr so große Ausgaben auf den einzelnen Chars. Warte, da habe ich gerade, seht ihr, da habe ich einen Gürtel für 94.000 verkauft. Ab und an hast du so Ausreißer, da sind gewisse Items nicht mehr drin und dann machst du richtig Asche, weil das ist ein Stoffgürtel. Ich wette mit euch, die Herstellkosten von dem Item waren 15.000 Gold vielleicht. Schätze ich jetzt mal. Also da habe ich einen riesen Gewinn gemacht, aber das sind halt seltene Ausnahmen, würde ich jetzt mal sagen. Warte mal, wir können das mal kurz nachgucken. Also das war der Gürtel. Hier Gürtel. Also Rang 4 kostet mich 7.000 und die Upgrade-Essenz 6.000, ne? Dann sind es 13.000 Herstellkosten.
Und ich habe ihn für 95.000 verkauft. Aber das ist mittlerweile sehr selten. Am Anfang, als die Legendaries reinkamen, ist sowas öfter passiert. Ne? Da hast du öfter richtig krasse, teilweise 5-6-fache Gewinnspannen gehabt. Deswegen habe ich dann mal auch in einem Monat 30, 40 Millionen verdient. Also wirklich Gewinn. Wir reden nicht von Umsatz, wir reden von Gewinn. Umsatz waren halt wahrscheinlich mehrere hundert Millionen dann, was durchgegangen sind. Aber das ist wurscht. Ne? Es geht ja eigentlich nur um das, was wir quasi Gewinn gemacht haben. Gut, dann können wir jetzt umloggen. Ich muss noch auf den Rogue gehen, dass wir das Gold rausholen können. Auf dem haben wir jetzt ja fast ein Cap rübergeschickt, dass wir quasi einmal die richtigen Werte haben. Und dann will ich aber sagen, tragen wir schon mal mit dem Druid ein, wo wir jetzt stehen. Also, warte, das ziehe ich jetzt mal rüber, dass ich es einmal eintragen kann. Also, wir sind jetzt hier bei 26.314.000. Und da tragen wir jetzt schon mal Woche 84, 85, 86 und 87 ein. Gut, da sind wir jetzt ein bisschen niedriger als vorher, ne? Aber da habe ich auch einige von den Konsumausgaben mit bezahlt. Und jetzt kommt es halt drauf an, was wir quasi hier gemacht haben, ne? Also ich schätze, dass wir ein bisschen miese gemacht haben, weil wir halt auch so hohe Konsumausgaben hatten. Aber mal gucken, werden wir gleich sehen. Gefühlt ist es nicht so optimal. Wurde ja auch gefragt, was ich mit dem ganzen Gold vorhab. Ich kaufe mir hauptsächlich Sachen für eine Collection, ne? Also Mounts, Toys, Pets. T-Mog war jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel und da wird es dann teuer. Wenn man dann T-Mog-Teile kauft für mehrere hunderttausend Gold und dann nicht nur eins, sondern einige, dann summiert sich das, ne? Also diese 5,7 Millionen, das waren alles Ausgaben für irgendwelche Collector-Sachen. Gut, dann sind wir jetzt auf dem Rogue noch einmal eingeloggt. Das brauchen wir nicht. Und dann, holy moly, was ist die Mausempfindlichkeit hier ein bisschen hoch. Also hier haben wir dann nochmal das knappe Cap rübergeschickt. Und damit ist der Char auch gecapped. Schauen wir jetzt hier mal drüber fahren, ne? Quasi, es ist nur ein Char weit weg vom Cap und das ist der Test-Char, ne? Der hat gar kein Gold, den muss ich mal irgendwie da rauslöschen. Gut, wir sind jetzt auf dem Account unterm Strich bei 179. Warte mal, sind wir sogar im Plus? Obwohl der Konsumausgaben, wenn ich das jetzt eintrage, dann sind wir sogar im Plus, ne? 179745. Ah, das hätte ich nicht gedacht. Also, wir haben ein amtliches Endergebnis, wie es so schön heißt. Auf dem Main-Account von 26,3 Millionen, auf dem Second-Account bei 179,7 Millionen. Damit stehen wir jetzt overall bei 206 Millionen und ein paar zerhackten, ist quasi jetzt an Gewinn nur 2,5 Millionen, was sehr wenig ist, wenn wir ehrlich sind. Also wenn ihr seht, wie das jetzt runtergegangen ist, aber wir hatten sehr hohe Konsumausgaben und wenn wir die Konsumausgaben, die ja nichts mit dem eigentlichen Geschäft an sich zu tun haben, rausrechnen, dann hätten wir einen Gewinn gemacht von 8,3 Millionen, was okay ist in der aktuellen Phase, wo halt so krass Downtime ist, ne, und ihr gesehen habt, irgendwie alles im Minus. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel gemacht haben, mit dem das alles am Sack ist, aber ja, freut mich jetzt. Und ja, damit haben wir sowohl meine Konsumausgaben gedeckt und noch Plus gemacht. Das ist doch ganz nice. Ist besser gelaufen, als ich dachte tatsächlich. Gut, und damit sind wir am Ende von der kleinen Episode. In 4 Wochen mache ich dann das nächste Collection-Update. Ich vermute mal, da werde ich dann nochmal einiges mehr an Konsumausgaben raushauen und mal schauen, was wir dann da so einnehmen. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.